zusammen und willkommen zurück hier wieder zu einer neuen Folge LS19 Popfach Nostalgie Projekt. Ja, und ich habe es endlich geschafft, hier das Förderband einmal hier runter zu Feld 36, 37 zu bekommen, weil wir wissen ja, wir müssen da einmal kalken und der Kalk liegt ja da schon in einem Häufchen, den haben wir da hingeschmissen. Und wir dachten uns ja, mit einem Förderband wäre das relativ einfach zu beladen, zumal wir auch andere Sachen bearbeiten müssen, wie hier zum Beispiel dann noch den Hackschnitzelhaufen und noch so ein paar andere Sachen. Deswegen machen wir das heute mal so. Wir hängen jetzt einmal den Streuer schon mal an. Dann positionieren wir uns einmal das Förderband. Ich muss selbst mal kurz gucken. Motor starten. Wie war das? Ach ja, hoch. Gut. Das funktioniert. Dann fahren wir das mal hier ran. Sagen für einschalten. Genau, dann müssen wir eigentlich nur mit dem MB-Traktor drunter fahren und dann sollte das rein theoretisch funktionieren. Ja, und da drüben ist nach wie vor eben der Maisdrescher, ne, Sonnenblumendrescher unterwegs. So, da gucken wir mal, das geht. So, wir machen hier mal GPS an. Gut, wir haben nur einen Nord-Süd-Kurs, automatische Breite 18 Meter. Ja. Linien werden angezeigt. Jetzt, der Kurs ist na klar nicht wirklich optimal. Das heißt, Kurs 90 Grad drehen, 18 Meter hat er behalten. So, da können wir doch wesentlich besser mit arbeiten, würde ich mal behaupten. So, Tempomat rein. Wir machen aber jetzt gleich erstmal ein Vorgewende. Das ziehen wir einmal hier ringsrum. Und den Rest machen wir dann schön mit dem GPS. Ja, Stroh wird parallel auch noch eingesammelt, hier vorne auf dem Feld 39. Und eigentlich sollte der Standard-LKW, der kleine alte Hackschnitzel verkaufen, aber der wird irgendwie blockiert, sehe ich gerade. Da müssen wir, glaube ich, gleich mal gucken, was da los ist. Das geht ja gar nicht. Das muss ja weiterlaufen. Wir brauchen Geld. Puh, aber da wird Kalk rausgeschmissen. Das ist ja nicht mehr feierlich. Gut, müssen wir zur Not noch mal eine Fuhre kaufen, aber das wäre auch nicht so schlimm. Aber ich will jetzt mal ganz kurz wissen, wo es hapert. Wieso fährst du nicht weiter? Dann machen wir es so. Ah, da waren wir gerade. Hier. Wieder so eine Leckphase gerade und schon ist sie wieder vorbei. Kommen dann nicht mal mehr bis nach vorne.
dann müssen wir Nachschub holen. Warten, warten, warten. Lass uns mal gucken, müssen wir die 36 auch kalken? Wenn ja, dann würde ich gleich mal den zweiten LKW zur Reifeisen schicken und nochmal eine Runde Kalk holen. Nee, muss nicht. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir mit dem Kalk, was wir jetzt hier liegen haben, durchkommen. Hier ist noch mal das Vorgewände schnell fertig. Dann geht es an die Bahnarbeiten sozusagen. Oh, da sind wir ein bisschen weg vom Rand gekommen. Na gut, das macht auch nicht ganz so viel aus. Dass wir das auf jeden Fall heute noch hier hinbekommen und dass wir vielleicht auch den Flug schon mal ansetzen können. Das wäre na klar sehr gut, dass wir da, wenn wir da zack, 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 zack machen können, vorankommen. Guck mal, da fährt der Hackschnitzelverkäufer. Grüß Gott, ne? Macht gute Arbeit, gutes Geld. Achso, ne, der kleine MB-Traktor ist doch am Stroh wegfahren. Wieso inaktiv? Na gut, das ist, glaube ich, die Meldung von Curseplay, wenn mich nicht alles täuscht. Mal, dass der gleich irgendwo das Stroh abladen tut. So, hier war noch ein Eckchen irgendwo. Yep. Ach ja, Stroh wird abgeladen. Und wir sind schon wieder fast leer. Das ist Wahnsinn. Ja, Kalk wird halt einfach sehr viel verbraucht. Da kommen wir einfach nicht drum rum. So, schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch? Reicht das? Ah, das wird knapp. Das wird ganz knapp. Na klar, nicht. Hätte ja klappen können. Ja. Aber dann machen wir das halt am Ende noch schnell. So stehen wir richtig. Bahn einmal.
Scheiße und Gas geben. Ja, das Pflügen werden wir dann mit Curseplay machen. Weil das dauert, glaube ich, dann doch ein bisschen zu lange, wenn wir das auch noch von Hand machen würden. Hier erstmal weiterkommen. Upsa. Ja, Sonnenblumendrescher ist bei 64%, also da haben wir auch jetzt noch nicht so viel mit zu tun. Dass wir den schon wieder auffüllen müssten. Jetzt erstmal die Bahn hier machen. So, und zack hier. Weil den Rest Kalk verladen wir dann gleich wieder in den LKW. Beziehungsweise, wie sieht es denn auf der 39, doch die muss auch gekalkt werden. Ja, dann würde ich sagen, laden wir den restlichen Kalk auf, kaufen dann erst nochmal, dass wir den LKW wieder voll bekommen mit Kalk. Und dann geht die ganze Geschichte im Grunde, wenn dann das Stroh irgendwann weg ist. Irgendwo hat gerade wieder was starke Berechnungskünste. Ich weiß nicht, ob das der Drescher ist oder ob es der Strohsammler ist. Einer muss auf jeden Fall von den beiden leidet da dann das ganze System immer so ein bisschen drunter. So, jetzt haben wir gerade noch 28 Liter. Ich weiß nicht, ob das für das, das hier reicht. Müsste aber auch kommen. Jetzt hier voll drüber fahren. Zack. Genau, leer, perfekt und so wie es sein muss. Das heißt, der kann im Grunde erstmal zum Hof zurück. Da fahren wir uns jetzt auch noch fest hier. So, los geht's. Dann haben wir den LKW. Ah, der ist wirklich fast fertig hier. Das ist Wahnsinn. Ja, dann nehmen wir jetzt da den Kalk mit. Den schmeißen wir auch gleich dann, wenn wir einen neuen gekauft haben, direkt aufs Feld, weil ich dann gerne noch die Hackschnitzel hier gleich wegmachen würde. So, müssen wir mal gucken. Ein bisschen höher hier, dass wir da runterkommen. So. Nimmt das alles? Sieht gut aus. Nein, kein Curseplay. Wir brauchen das hier und zwar geht es zu Raiffeisen und der Schäfer. Sieht es denn da oben aus? Ja, der Drescher hat nicht mehr viel. Das ist gut. Ah
Einnahmen ernte. Das waren Hackschnitzel, 3.500 wieder. Ja, das läuft also auch sehr, sehr, sehr gut. So, Kalk ist fertig. Lassen wir das Förderband noch leer laufen. Gut, Abfahrt. Was haben wir jetzt wieder für ein Problem? Ich wollte eigentlich weiter tappen. Irgendwas hängt hier wieder. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Wie sieht das hier aus? Ich glaube, da hat sich wieder irgendwas aufgehangen. Oder? Ja, Giants Engine reagiert nicht mehr. Wunderbar. Ja gut, dann machen wir für heute ein paar Minuten früher Schluss. Dafür gibt es dann morgen ein bisschen mehr zu tun. Also tut mir leid, liebe Leute, kann ich jetzt im Moment nicht ändern. Müssen wir gucken, was da wieder los ist. Also macht's gut und tschüss.